Vor 20 Jahren habe ich auf dem Bau gearbeitet. Da war ich 21 Jahre alt. Eines Tages bin ich auf der Arbeit heruntergefallen und auf meinen Beinen gelandet. Ich habe meine Beine nicht mehr gespürt. Ich hatte starke Schmerzen und konnte nicht auf meinem Rücken liegen. Ich konnte nur auf meinem Bauch liegen. Die Ärzte haben mir viele Spritzen gesetzt, mich an den Tropf angeschlossen, doch das alles hat nicht geholfen. Man leistete Nikolai erste Hilfe und nach den Untersuchungen stellten die Ärzte eine Diagnose fest: mehrere Wirbelhernien. Lange Jahre hat Nikolai um seine Gesundheit gekämpft. Alle möglichen Medikamente und Behandlungen konnten den schrecklichen Schmerz, den Nikolai täglich erlitten hat, nicht lindern. Sein Leben wurde zur Hölle. Die einzige Chance, Nikolais früheres Leben zurückzuholen, war eine Operation, bei der man die Wirbelhernien entfernen würde. Nach dieser Operation ging es mir noch schlechter. 5 Monate lang konnte ich weder essen noch trinken. Ich konnte überhaupt nichts machen. Morgens bin ich aufgestanden und habe sein Gesicht gewaschen. Manchmal hat er nicht einmal reagiert. Die ganze Zeit über lag er in einer Position. Nach der Operation war Nikolai 1,5 Jahre lang so gut wie bettlägerig. Selbstständig zu essen, zu sitzen oder zu gehen war für Nikolai unmöglich. Ich hatte keine Hoffnung mehr. Ich dachte mir, ich müsste jetzt mein Leben lang mit dieser Behinderung leben. Mir ging es äußerst schlecht und ich dachte Tag und Nacht darüber nach, wie ich mit diesem Schmerz zurechtkommen soll. In meinen Gedanken habe ich zu Gott gerufen. Ich dachte mir, Gott ist meine einzige Hoffnung. So haben wir 20 ganze Jahre lang Tag für Tag gelebt. Einst sah Nikolai ein Gebet von Apostel Wladimir Montian auf TikTok. Er verstand, dass das seine letzte Hoffnung ist und hinterließ sein Gebetsanliegen. Eines Tages rief mich eine Konsultantin namens Lucia an. Sie hat mir angeboten, nach Italien zu fahren. Und ohne zu zögern, habe ich mich dazu entschieden, mitzufahren. Ich war geschockt. Wie kann er denn nach Italien fahren? Er konnte nicht einmal alleine nach draußen gehen. Ich fragte, wie kannst du denn nach Italien fahren? Er sagte, Gott hat mir innerlich so einen starken Glauben gegeben und volle Gewissheit, dass ich als gesunder Mann nach Hause kommen werde. Meine Schwester und ich haben uns große Sorgen gemacht. Wir dachten uns, es würde keine weitere Chance geben. Doch dann haben wir erfahren, dass es doch eine Chance gibt, dass Papa geheilt werden kann. Wir haben uns sehr gefreut. Man hat mich darum gebeten, Nikolai nach Italien zu begleiten. Ich habe gesehen, dass er zu Hause nur liegen konnte. Als ich mich mit ihm und seiner Familie unterhalten habe, sagte er, ich werde dorthin fahren und meine Heilung erleben. Ich sagte ja und er daraufhin, ich werde ohne Krücken wieder nach Hause kommen. Den ganzen Weg über konnte er nur liegen, weil er nicht sitzen konnte. Am Flughafen mussten Sanitäter ihm helfen, weil er kaum gehen konnte. Als wir in Italien angekommen sind, sagte ich Gott, hier werde ich zu einem neuen Menschen, hier werde ich gesund. Lasst uns den Heiligen Geist anrufen. Jetzt, genau jetzt, möge er dich heilen von deiner unheilbaren Krankheit.
Die Salbung ist gekommen, Freunde. Wow! Heiliger Geist! Komme! Als Apostel Wladimir anfing zu beten, habe ich solch eine Hitze im Inneren verspürt. Ich habe mir meine Krücken genommen, bin aufgestanden und auf die Bühne gelaufen. Ich habe noch nie gesehen, dass so etwas passiert ist. Ich habe gesehen, wie viele Menschen einfach umgefallen sind und geweint haben. Und als sie aufgestanden sind, waren sie überglücklich. Ich habe gesehen, wie Menschen geheilt wurden. Als ich auf die Bühne gegangen bin, stand ich auf einmal neben Apostel Wladimir. Er hat für mich gebetet. Als er seine Hand auf meinen Kopf gelegt hat, habe ich eine starke Hitze verspürt. Genau jetzt. Heile ihn, genau jetzt. Vollbringe ein Wunder. Möge dein Leben in diesem Moment verändert werden. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Im Namen Jesu. Ich habe solch eine Kraft verspürt, dass meine Krücken einfach aus meinen Händen geflogen sind. Ich dachte mir, wie kann das sein? Doch dann konnte ich ohne meine Krücken stehen. Als er von der Bühne runterging, hielt er seine Krücken in seinen Händen. Ich fragte ihn, wurdest du etwa geheilt? Und er sagte ja. Er kann ohne Krücken gehen. Halleluja! Holt ihn bitte nach vorne. Halleluja! 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 Danke dem Heiligen Geist für seine Arbeit. Möge die Salbung Gottes auf dir verstärkt werden. Halleluja! Möge die Kraft Gottes auf dir verstärkt werden. Bist du glücklich? Halleluja, Gott sei Dank. Danke auch Ihnen. Halleluja. Ich danke Gott, ich bin ihm sehr dankbar. Jesus sei die Ehre. Er hat ein wahres Wunder vollbracht. Jesus Christus sei all die Ehre. Jesus sei die Ehre. Gott sei die Ehre. Halleluja, Halleluja. Sei gesegnet. Ich war geschockt und einfach erstaunt. In einem Moment habe ich gesehen, wie Nikolai auf die Bühne gegangen ist und seine Krücken hochgehalten hat. Er war so glücklich und voller Freude. Er konnte selbstständig gehen. Das ist ein wahres Wunder. Vor meinen Augen ist ein wahres Wunder geschehen. Gott hat Nikolai geheilt. Ich habe gehört, wie jemand gesagt hat, schau mal dort. Dieser Mann hat seine Krücken fallen lassen. Er kann selbstständig gehen. Dann habe ich mich dorthin gedreht und gesehen, dass Nikolai tatsächlich ohne Krücken gehen konnte. Dass jemand neben ihm stand und seine Krücken hochgehalten hat. Stellt euch das einmal vor, in dem Moment wurde er vollkommen geheilt. Er hat seine Krücken vergessen, er braucht sie nicht mehr. Halleluja, schaut mal, er kann ohne Krücken gehen. Er kann selbstständig gehen. Um 2 Uhr nachts habe ich meine Frau angerufen und wir haben uns unterhalten. Meine Frau hat sich große Sorgen gemacht, wie es mir dort geht, was wir dort überhaupt machen. Ich sagte dann zu ihr, ich brauche meine Krücken nicht mehr, ich kann selbstständig gehen. Ich konnte das nicht glauben. Ich dachte mir, wie ist das möglich? Das war unmöglich. Und er sagte, ja, das stimmt. Weißt du, die ganze Nacht lang bin ich selbstständig gegangen. Ich habe keine Schmerzen und mir geht es ausgezeichnet. Woraufhin ich sagte, komm schneller nach
nach Hause, damit ich das mit eigenen Augen sehen kann. Damit ich sicher gehen kann, dass es wirklich so ist. Und er sagte, wenn ich nach Hause kommen werde, wirst du sehen, dass ich wirklich geheilt wurde. Danach bin ich in mein Zimmer gegangen und habe angefangen zu beten. Ich bin auf die Knie gegangen und sagte, Gott, dich gibt es, du lebst. Du hast meinem Mann geholfen. Ich möchte, dass er schneller nach Hause kommt, damit ich sehen kann, dass er gesund ist. Der Weg nach Hause war sehr leicht. Ich hatte weder Schmerzen noch irgendwelche Schwierigkeiten. Ich habe gesehen, dass meine Frau einfach angefangen hat zu weinen, als sie mich ohne Krücken gesehen hat. Sie hat vor lauter Freude geweint. Wir haben gesehen, dass mein Bauch verschwunden ist. Aufgrund der Krankheit hatte ich früher einen großen Bauch. Meine Frau fragte mich, was ist passiert? Früher hattest du einen großen Bauch und jetzt nicht mehr. Was ist passiert? Meine Hose wurde mir einfach zu groß und ist runtergerutscht. In dem Moment habe ich verstanden, dass Gott mich vollkommen geheilt hat. Von Kopf bis Fuß. Wisst ihr, schon seit einer Woche ist mein Mann wieder zu Hause. Heute ist er ein neuer Mensch. Er ist voller Kraft und macht verschiedene Gymnastikübungen. Früher konnte er nicht einmal ein Bein heben. Heute ist er ein völlig anderer Mensch. Er ist gesund. Und wir sind Apostel Wladimir sehr dankbar. Jeder hat sich so sehr gefreut und war so geschockt, dass sie nicht sofort glauben konnten, dass ich das bin. Als meine Schwester davon erfahren hat, musste sie weinen und wollte nach Moldawien reisen, um mich mit eigenen Augen zu sehen. Das war ein Wunder. Er wurde vollkommen geheilt. Heute ist er so gesund wie damals. Ich habe dann sofort seine Frau angerufen und wir haben zusammen geweint. Sie fragte, warum weinst du? Und ich sagte, wie kann man denn dann nicht weinen? Sie meinte aber, wir sollen uns freuen und nicht weinen. Hätte mein Mann nicht davon erfahren und wäre er nicht dorthin gefahren, kann ich mir nicht vorstellen, wie es heute um ihn aussehen würde. Gäbe es Apostel Wladimir nicht, würde mein Mann heute noch bis zu seinem Lebensende mit dieser Behinderung leben. Ich bin glücklich, ich freue mich bis heute, bis jetzt, dass ich geheilt wurde und mit meinen eigenen Beinen gehen kann. Ich danke Gott jeden Tag und ich bin Apostel Wladimir unglaublich dankbar. Jetzt kann ich arbeiten und Geld verdienen. Heute bin ich wieder ein Mensch, so einer wie früher, ein gesunder Mensch. Für mich ist das die größte Freude im Leben. Gott hat ein unglaubliches Wunder vollbracht. Nach 20 langen, qualvollen Jahren ist Nikolai wieder gesund und voller Kraft und Pläne für die Zukunft.